So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu World's Dawn. Ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Flourish heißt nicht mehlig, sondern blühen. Und Preservance ist sowas wie Ausdauer. Ich dachte immer, Endurance wäre Ausdauer, aber Preservance scheint es auch zu sein. Ah, willkommen zum Farmleben. Oder zum Dorfleben. Diese Woche werden wir uns ein bisschen über die Mine und die der Quarry ja, ein bisschen über die, ach nee, über das Minen in der Mine, also Bergbauen in der Mine in der Nähe von Fisherman Spring unterhalten. Da sind kleine Trittsteine, um Leuten zu helfen, über den Fluss zu kommen, aber seid vorsichtig. Sie könnten glitschig sein und ja. Wenn ihr drinne seid, nutzt eure Spitzhacke, um ja, rohe Edelsteine aus den Steinen zu hauen. Das Facettierwerkzeug oder Werkzeugset auf der obersten Etage kann man nutzen, um sie dann von Rohedelstein zu Edelstein zu verarbeiten. Vielleicht entdeckst du ein paar wertvolle Edelsteine für deinen Ärger. Wir sehen uns nächste Woche. Sommerzeit ist hier. Madison würde gerne. Ach so, Madison möchte alle daran erinnern, sich Schatten zu suchen oder Wasser zu trinken, wenn man sich müde fühlt. Heute brennt die Sonne ziemlich hart. Also beachtet eure Ausdauer, wenn ihr. Ja, wenn ihr rausgeht. Punkt. Female Bottoms. Pullover. Ja, wir haben halt noch nichts. Charme würde ich gerne was haben. Füttern wir erstmal den Hund. Der hat's verdient. Verdient hat er's. Nein, ich sehe es jetzt schon. Oh. Flower bent to sky and sun, as gentle ocean's ciphers. Beer, lazy, hazy, days of fun, sweet summer und so weiter. Das ging zu schnell. Settling in. Und wir holen uns nochmal 700 von vom Briefkasten. Ah, Mirabelle Plum. Das hört sich doch gut an. Und unsere ganzen Güter sind erhalten geblieben. Jetzt muss ich mal nachgucken, wie katastrophal oben die Situation auf dem Feld ist. Es ist uns. Hier hinten, die beiden Kartoffeln sind uns verdorben. Glaube ich. Die hatten wir hier noch alle geerntet. Ich meine, hier wären noch. Ja, ich schätze jetzt mal unsere Verluste auf unter 10. Dann habe ich nicht übertrieben, weil wir haben nur 10 freie Felder. Ich weiß, wir haben gestern noch, also den Tag davor noch was rausgerissen. Hey, komm her. Und.
Das finde ich aber interessant, dass es nur eine bestimmte Menge Flaschen hier gibt. Man könnte schon mysteriös sagen. Farmen ist nichts, oder ja doch. Farmarbeit ist nichts für mich, aber ich liebe es, was du mit dem alten Play, mit Noahs alten Haus gemacht hast. Ah, das ist so nett von dir. Achso, ich mag es, in der Stadt rumzulaufen. Aber Cole macht das sogar noch öfter als ich. His Lute? Achso, er mag es mit seiner Flöte, glaube ich. Er mag es halt draußen im Wald zu sein. So. Egal, ob er mit Lute irgendwas gemeint ist oder. Ja. Wir treffen erstmal viele neue Leute. Ah, sie mag Marianne. Das kann ich verstehen. Es ist ziemlich heiß hier draußen. Wir haben ein ziemliches Glück, dass Sugar Blossom so viele hohe Bäume hat und es überall Schatten gibt. Ja, und es wirkt so, als würde sich die Arbeit hier draußen niemals erledigen. Oder als wäre die Arbeit draußen niemals erledigt. Ja. Ja, doch. Stimmt. Also Bärchen. Bärchen kriegen wir durch Ausdauer. Eigentlich dadurch, dass wir halt spielen. Liebe kriegen wir, würde ich wirklich sagen, durch eine Hochzeit zum Beispiel. Was bist du denn? Achso. Ich hatte auch darüber nachgedacht, einen Hund zu bekommen, aber es gibt so viele wundervolle Tiere in Sugar Blossom. Ja, so kann ich kann sie jeden Tag sehen, ohne die unangenehmen Seiten eines Tierbesitzers zu haben. Gut, sie erzählt uns also das gleiche nochmal. Hatten wir für sie jetzt speziell irgendwas eingepackt? Ich weiß, Annabelle ist unser Ziel, aber. Nee, für sie hatten wir jetzt nichts Spezielles. Oh. Coins. Wir müssen halt bis um 2 warten, damit wir die Drinks mixen können. Wir müssen bis um 9? 11? Bis um 9 müssen wir warten. Hä? Okay. Das müsste Madison sein. Nee, es ist Hayley. Ich bemerke, dass unsere Tiere quasi in der Sonne braten, aber sie lieben es einfach draußen zu sein.
Lass mal gut sein. Wie gesagt, einen Huhn würde ich mir holen. Ich könnte ihr auch noch was schenken. Da habt ihr natürlich recht. Wir haben ja extra Pilze aufbewahrt für sie. Es gibt sonst niemanden, der Pilze will. Okay. Du hast dasselbe Glitzern wie einige unserer gesündesten Tiere und Vögel. Das war nicht als Beleidigung gemeint. Mir ist nur aufgefallen, dass du extra clever aussiehst heute. Manchmal sind meine Tiermetaphern nicht so richtig gut. Haben wir jetzt etwa bei ihr auch schon einen ab? Das wäre jetzt krass. Da ist Haley. Nö. Das sind halt die neuen Sommersprüche. Okay. Merken. Dann ist ja eigentlich gut, dass wir kurz vor Ende der Jahreszeit die ganzen Rufverbesserungen bekommen haben. Weil, ja, so können wir jetzt sicher sein, dass alles, was jetzt kommt, oder was sich vor kurzem bei den anderen geändert hat, wirklich die Jahreszeitenveränderung war. Und alles, was sich jetzt bei den anderen ändert, beziehungsweise was davor war, war halt die Zuneigungsveränderung. Und was sich jetzt ändert, ist die Jahreszeitenänderung. Was macht Logan eigentlich gerne? Ich meine, Logan. Logan ist doch da unten. White Potato! Mal gucken, was er sagt, wenn wir ihm eine Kartoffel schenken. Hast du die selber großgezogen? Ich liebe gute Kartoffeln. Sie sind sogar noch besser in cremiger Suppenform. Also will er cremige Kartoffelsuppe haben. Als Special. Nicht schwer zu erraten, wenn er sagt, er mag sie in cremiger Suppenform noch lieber. Zumindest gehe ich jetzt mal ganz hart davon aus. Da er als Person aber jetzt nicht so richtig interessant ist. Und ich wahrscheinlich eher mit der Mutter meiner zukünftigen gut befreundet sein möchte. Muss er uns da schon in einem Fernsehinterview sagen, dass er das wirklich haben möchte. Cosmetic Late. Kosmetische Latte. Mir gar nichts. Oh, ist ja kein Wochentag. Weekdays. Und wieder geht der erste Tag flöten. Danke. Wunderbare Sache. Nix. Plop. Yay. Bla 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 bla. Sage Glue. Wo ist Indigo am Abend? Ich würde eher sagen, in der. Ja. Ich habe nämlich abends noch nie in die Town Hall geguckt und das andere ist zu. Golden Dawn. Sehr schön.
Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich wüsste gerne, ob ich... ich habe doch keine Glasflasche. Doch, ich habe noch eine Glasflasche. Was haben wir denn noch da? Pure Water, Pixie Pollen, Cinder. Eine Kokosmilch wollten wir haben. Hey! Typ mit Hund! Unser Hund ist viel kleiner als seine. Naja, aber wir haben ja auch keinen Wachhund so gesehen, sondern einen Hütehund. Wobei die auch manchmal ziemlich aggressiv sein können. Fit and healthy. Ja. Jetzt kommt darüber gewackelt, endlich. Typ. ...51 Steine sollen wir noch zerschmettern, bevor er uns verbessert. Das klingt nach einer Herausforderung. 51 Steine, wie viele Diamanten werden wir dann haben? Also wenn wir so weitermachen, wir sollten 130 zerschmettern. Vor seinem ersten... Oh, das... Eloquent Iris! Ich habe das Gefühl, da werden wir was von los. Ja, yep, Eloquent Iris. Gut, bis auf die Schokokekse haben wir jetzt alles, was unsere Kleine will. Das ist ja gut. Ihre Lieblingsblumen wachsen schon mal im Sommer. Katze! Cat wants more fish. Naja, more fish kriegen wir hin. Ich hoffe, sie hat nichts gegen Seefisch. Und da liegt eine... Luscious Orange. Das war das Essen für jemanden. Und ich meine, es ging Richtung Hunter. Yes, I want a fish. Yes, juicy bag. Ha! Bluefin Tuna. Oh. Falsch. Hier. Jo. Kitty. Okay. So, jetzt Haul, Bluefin Tuna. Ah Gott, das ist so ein Riesenfisch nochmal. Also. Also so ein Thunfisch ist größer als die Katze. Für die, die es nicht wissen, die kommen nicht in kleinen Dosen, sondern die... Also das, was da in der kleinen Dose ist, ist nicht mal ansatzweise die Hälfte vom Fisch. Das ist mehr so... Wenn es dem lebenden Fisch aus der Seite rausgestanzt werden würde, dann hätte er eine Wunde. Da würde er nicht mal dran sterben. Das sind eigentlich echt riesen Dinger, die wiegen 15... Nee, 50 Kilo oder so. Teilweise lang wie ein Mensch. Den habe ich gerade einer einzelnen Katze gegeben. Die wird morgen wieder Hunger haben. Äußerst unglaubwürdig. Aber ist ja nicht meine Sache.
Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben schon mal das erste Jahr, die erste Jahreszeit überstanden, ohne zum Arzt zu müssen. Das ist ein ganz wichtiger Erfolg für mich. Und wir haben so viele Powerfruits gefunden. Oh. Ah, es gibt einige Werkzeuge und Tricks, die dir von Vorteil sein können auf deiner Farm. Geh sicher mit allen Nachbarn in Sugar Blossom zu reden. Die Leute sind so hilfsbereit. Oh, ey, wieso? Ich weiß wieso. Frage wäre weitergegangen. Wieso müssen sie unbedingt heute zuhaben? Ausgerechnet dann, wenn ich da mal hin will. Antwort, weil ich da jeden Abend hin will. Ich hab halt keinen eigenen Mixer. Oh, Brush Heather. Das war auch ein beliebtes Geschenk für jemanden aus dem Interessenbereich. Interessant. Ich weiß, das ist eine geile Formulierung. Villager Primer. Ich meine, es wäre Madison gewesen. Yep, Brush, Heather, Organic Green und Herbal Tea. Wir können Heather komplett umsonst versorgen. Just saying. Ihr steht den ganzen Tag da rum und quatscht. Du bist so gut mit Danny. Bindungen wie diese halten in der Lebenszeit. Belohn dein Papi. Papi ist. Ich denke immer an Püppchen, aber ich meine damit Hund. Hündchen. Können sie genauso gut Doggy schreiben. Würde ich weniger mit durcheinander kommen. Nur ich. Haben wir heute schon gegossen? Mit unserer abgegradeten Gießkanne, die wir bis jetzt noch nicht einmal benutzen mussten? Ha? Huh? Ja, das war so klar. Ah, das ist so gut. Hier? 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 Hier. Also viermal gießen. Eins, zwei, drei, vier. Für Idealgießung. Wir können achtmal gießen, dann kommen wir beide Felder mit einmal Wasser holen durch. Hört sich gut an. Mal sehen, was sagt das Wetter morgen. Wetter. Es wird ein heißer Tag. Viel Sonne und... Ja. Viel Sonne ist auf dem Weg nach Sugar Blossom. Dann würde ich mal soweit sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.